Wer ist das eigentlich, Vincent Feigenbutz? Tim Haug über einen Mann, der in Boxdeutschland von sich reden machen möchte. Ist mir egal, wer da im Ring steht. Kernige Sprüche. Wir kämpfen und er verliert. Schnelle Fäuste. Ich weiß, was ich bin, wer ich bin und zu was ich fähig bin. Sein Ziel, den König stürzen. Hat er aber, weil er den Gürtel hat. Vincent Feigenbutz, der K.O.-Prinz mit der großen Klappe. 19 Jahre jung, 19 Profikämpfe, Knockout-Quote 90%. Im Ring knallhart. Im Alltag das Gegenteil. Introvertiert, fast schüchtern. Als Azubi zum Feinwerkmechaniker in seiner Heimatstadt Karlsruhe. Die Stadtwerke, wo ich meine Ausbildung mache, unterstützen mich sehr großherzig. Ich bekomme Zeit. Also ich werde freigestellt zum Trainieren und schaffe halbtags. Und somit kann ich mein Training absolvieren und gleichzeitig in die Schule gehen. Dort ist er pro Woche 2 Tage und 3 Tage am Arbeitsplatz in der Werkstatt. Ganz ohne Promi-Bonus. Seine Klassenkameraden berichten mir auch immer wieder, dass er einfach sich als Schüler fühlt. Und jetzt nicht hier hochtragend sagt, ich bin jetzt schon der Boxer, der Star. Man kann auch mal Quatsch mit ihm machen, ohne dass er gleich aggressiv wird. Ich bin eigentlich froh, dass er schon so oft kommt, wie es ihm möglich ist. Ab und zu fehlt er natürlich mal. Denn dann ist er im Gym, Training und dort geht er außergewöhnliche Wege. Sparring mit einem Dutzend harter Jungs. 1 gegen 1 im Käfig, einer nach dem anderen. Die perfekte Vorbereitung für Feigenbutz. Seine Erfolge geben ihm recht. Im Schnitt braucht die große deutsche Boxhoffnung gerade mal 2 Runden, um einen Kontrahenten auf die Bretter zu schicken. Er hat irgendwie das Verlangen nach mehr. Und er ist sehr, sehr ehrgeizig. Er wird am liebsten wird er jeden Tag 5-mal trainieren. Er will und will und will und zeigt auch im Ring. Der 19-Jährige will nach ganz oben. Die großen Kämpfe können nicht schnell genug kommen. Ich bin jetzt jung, habe eine Karriere vor mir. Ich habe ein super Team. Mein Trainer Hans, Rainer Gottwald. An uns kommt keiner ran. Und wir werden alles erobern, was wir uns vornehmen und machen unser eigenes Ding. Und haben nebenbei auch einen großen Traum. Ein Kampf gegen König Arthur Abraham. Aber er den Gürtel hat. Den muss ich abnehmen, fertig. Das ist unser Ziel dieses Jahr, Ende des Jahres. Das sollte Arthur noch Weltmeister sein, wollen wir diesen Titel. Wir wissen, wie stark er ist, wir wissen, wie stark Vincent ist, auch mental, nicht nur körperlich. Und da kann er sich warm anziehen, ganz warm. Und Abraham, der hat seine ganz eigene Meinung zu Feigenbutz. Darf man nicht vor Fernseher so große Sprüche loslassen. Erstmal Boxe, große Boxe, mit großer Leistung, die gebracht haben, und dann kannst du große Fresse haben. Den ersten WM-Kampf vor Augen. Gäbe es einen besseren Ort dafür als sein Zuhause, seine Heimat Karlsruhe? Ja, natürlich wäre es hier ziemlich cool, wenn ich hier um die Weltmeisterschaft kämpfen könnte. Wenn nicht, bringe ich den Weltmeisterschaftsgürtel hierher. Kampfansagen, Titelansprüche, gepaart mit einem spektakulären Stil. Ein Boxer der neuen Generation. Vincent Feigenbutz, der K.O.-Prinz.